Vorstand. Ich heiße Martina Wafke, bin Vorstandsmitglied vom Verein SWIA und bald angehende Präsidentin. Ich unterrichte ansonsten das Ergänzungsfach Informatik an 3 Kantonsschulen. Und zum Thema OSS kann ich selber sagen, es ist sehr schwierig, dass man das überall integrieren kann. Was ich dann einfach mache, ist, anfangs des Schuljahres gebe ich meinen Schülern ein Stick ab mit sämtlicher Software, wie beispielsweise Linux. Aber man merkt dann, dass vor allem je nach Kanton der IT-Support hat manchmal etwas dagegen hat. Oder beispielsweise, wenn man Sachen hat wie Hacking-Tools, die man eigentlich zu pädagogischen Zwecken benötigt, dass da der IT-Support einfach in die Quere kommt. Und ich denke auch, da müsste man etwas machen, dass diese Supportstelle an den Schulen, dass die auch quasi die ganze Thematik mit einbezogen wird. Also nicht nur das Lehrkollegium, sondern auch diese IT-Supportstelle. Nun zum SWIA-Verein. Ich möchte den euch kurz vorstellen. Ich denke, viele von euch werden ihn kennen. Ansonsten habe ich dort draußen Flyer aufgesetzt, wie auch ein paar Prospekte und das neue Interface. Und ich werde jetzt ganz kurz die SWIA-Strategie vorstellen. Und zwar, für was der SWIA steht. Zunächst einmal für die Selbstverständlichkeit der informatischen Bildung an allgemeinbildenden Schulen. Also wir trennen uns da ganz klar von den Berufsschulen. Und für was wir uns jetzt ganz stark machen, ist beispielsweise auf Gymnasialstufe, dass wir ein Grundlagefach Informatik haben. Also eigentlich so wie man seit nicht allzu vielen Jahren ein Grundlagefach Wirtschaft und Recht hat, dass man eben auch jetzt ein Grundlagefach Informatik hat. Und zwar keine Informatik, keine ICT-Anwendung. Jetzt, das SWIA hat sein Augenmerk eigentlich auf sämtliche Schulstufen, also angefangen vom Kindergarten bis und mit Maturitätsprüfung. Also ein paar Kantone haben jetzt beispielsweise beim Ergänzungsfach Informatik eine Maturitätsprüfung. Und wir richten unser Augenmerk einerseits eben jetzt auf diese Kerninformatik, wo man Themen durchnimmt, wie beispielsweise Datenbanken, Netzwerke, Programmierung, aber auch, und zwar jetzt gleichwertig, diese ICT-Anwendungskompetenz. Aber man soll die auch klar trennen. Also es bringt nicht viel, wenn man einfach als Informatik benennt und dann quasi ICT macht. Und das hat man leider an den meisten Schulen, wo ich jetzt arbeite, tatsächlich so. Man verkauft es als Informatik, aber macht ICT-Anwendung. Von was sich jetzt der SWIA-Verein gelöst hat, ist die ganze Medienpädagogik, also quasi Umgang mit Medien. Das haben wir vom SWIA-Verein quasi ausgegliedert. Wir konzentrieren uns eben auf diese reine Kerninformatik und auch ICT-Anwendungskompetenz. Jetzt, was bringt euch dieser SWIA? Wenn ihr nicht Mitglied seid, dann kann ich ihn euch nur wärmstens empfehlen, wenn ihr im weitesten Sinne etwas mit der Informatik zu tun habt. Also auch beispielsweise Mathematiklehrer seid und ihr unterrichtet ein Informatikfach. Und zwar hier die Vernetzung, das ist das A und O jedes Vereins. Ich selber bin eben an 3 Schulen tätig und bin als reine Informatikerin immer so ein Exot. Die Fachschaft Mathematik nimmt mich gerne auf, aber ich habe keinen Austausch und da ist die Vernetzung natürlich ganz wichtig. Jetzt Dienstleistungen im engen Sinne, da haben wir je nach Schulstufenniveau ganz unterschiedliche Sachen, also beispielsweise auf Sekt 2 Niveau Unterrichtsmaterial, also dass wir euch Unterrichtssequenzen zur Verfügung stellen, die ihr dann natürlich selbstverständlich weiterverwenden könnt, oder beispielsweise auch ein Wettbewerb, was Maturitätsarbeiten anbelangt. Dann haben wir andere Gefäße, wie beispielsweise auf Primarstufenniveau dieses Prima-Logo, also das, was vorhin gezeigt wurde, X-Logo geht in eine ähnliche Richtung. Da haben wir ein paar Gefäße, die auch beispielsweise stufenübergreifend sind, wie der Informatik-Bilder-Wettbewerb, und den hosten wir in unserem Verein. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn wir weitere Mitglieder gewinnen können. Es ist immer wichtig, dass ein Verein durch seine Mitglieder steigt.
Ich stelle Ihnen weitere Fragen dann während der Mittagspause zur Verfügung und übergebe jetzt diesem Fall das Wort. Besten Dank.